Ja, Leute, es ist wieder mal Zeit für ein Informationsvideo. Ich habe nämlich ein paar neue Neuigkeiten. Und zwar, die erste Neuigkeit betrifft Top oder Flop. Ihr habt dabei schon gemerkt, dass ich jetzt der Release dieses Formats etwas, ja, verzögert. Und ich muss sagen, das wird auch erstmal so bleiben. Das ist, erst dann quasi Folgen geben wird, wenn eine Folge, ich sag mal, ansehnbar bearbeitet ist, von guter Qualität ist. Ein Spiel wurde bereits aufgenommen, aber die Folge ist noch nicht fertig. Und so wie das nächste Spiel aufgenommen ist, werde ich mich dann halt der Bearbeitung widmen, in die ich etwas mehr hineinstecken werde. Vom Schnitt her, etc. und noch ein paar, ja, Zusatzsachen mit einfüge. Ja, das ist ja jedenfalls die Information zu Top oder Flop, wie und warum das halt jetzt etwas dauert. So, dann geht's um das Samstags-LP. Ihr seht ja momentan, dass Jurassic Park läuft. Dürfte heute auch rauskommen. Ich bin noch dran setzen, dann eine Folge zu machen. Und danach ist es nämlich so, dass Telltale, so wie ich verstanden habe, momentan ziemlich pleite ist und ja, ziemlich ein, ich sag mal, Schwachsinn mit seinen Mitarbeitern gemacht hat, dass die quasi jetzt auf die Straße gesetzt wurden, ohne halt eine Abfindung zu bekommen, so wie ich es mitbekommen habe. Und das heißt, im Klartext, The Walking Dead wird es vorläufig, also vorerst, sagen wir mal, nicht mehr geben. Man hat zwar so eine Session zwar gearbeitet mit einer Staffel, aber diese ist, soweit ich weiß, vom Markt verschwunden, was die ersten 2 Episoden betrifft, weil es ist halt nicht vollendet. Aber hoffen wir mal, dass irgendwann sich ändert und dass trotzdem irgendwann die nächste Staffel erscheinen wird. Ja, und die nächste Neuigkeit wäre, dass ich bald mir einen neuen Rechner zulegen werde, auf dass ich quasi meine Framerate vom Aufnehmen her auf ca. 60 FPS ja, raufschrauben kann. Und das ist auch quasi vom dann Bearbeiten her, sei es Top oder Flop oder ist ein anderes Video, keine Ahnung, dass es dann noch besser wird als vorher. Ja. Und dann noch zu den Streams was. Wie gesagt, der Freitagsstream, mein sogenannter Mixed Games Stream, also für gemischte Spiele, der bleibt erhalten. Definitiv. Samstags wird es irgendwann so einen Tag geben. Ich weiß noch nicht genau welchen. Da wird ein ganz besonderes Spiel gestreamt. Ein ganz besonderes Spiel, das ich mit dem Live-Force auf jeden Fall streamen möchte. Ja, wie gesagt, das ist ein ganz besonderes Spiel und das möchte ich auch nicht alleine streamen. Einfach weil Force sowieso den Wunsch geäußert hat, dass er gerne dabei sein würde. Manche von euch werden es vielleicht kennen. Manche werden überrascht sein, dass es sowas überhaupt gibt. Es ist ein 3D-Spiel. Ein ganz besonderes 3D-Spiel. Aber mehr werde ich dazu noch nicht verraten. Ja, und heute am Samstag, wie gesagt, werde ich ein bisschen Metro weiter streamen spielen. Morgen wäre das dann quasi vormittags, wie ich es immer mache, Assassin's Creed. Werde da aber, glaube ich, ein bisschen früher anfangen, da ich da noch was. Ja. Da dann noch was läuft. So circa gegen Mittag oder so. Ich das dann am Vormittag machen werde. Und abends dann, ja, werde ich Rayman Origins weitermachen. Für den 3DS. Und wundert euch nicht, warum das Bild so aussieht, wie es ist. Ich betone nochmal, es ist die 3D-Version
Und wenn man sich auf YouTube umschaut, das habe ich mir schon gemacht, ja, die sieht da quasi schon nicht anders aus. Und ich werde es versuchen, ja, dass ich sozusagen alle Lumis oder so mitnehme. Ja, das war mein Informationsvideo zum den aktuellen Themen. Ja, kann ich nur noch sagen, Tschüssikowski, bis zum nächsten Video.